Hallo, grüß euch. Wie ihr vielleicht beim letzten Haul gesehen habt, habe ich ja auch ein paar Becher gekauft und ich habe dort noch stehen und dort noch stehen und dort noch stehen und die möchte ich jetzt wegsortieren und euch zeigen, welche Steine ich gekauft habe. Und ja, und jetzt tue ich ein bisschen sortieren und dann sehen wir uns nach dem Sortieren und dann zeige ich euch die Steine. Dann bis gleich. So, das ist meine Ausbeute. Was sind wieder eine Menge verschiedener Steine und vor allem ein paar Sorten, die ich noch nicht habe. Und ich war froh, dass die gegeben hat und wir werden gleich ins Detail eingehen. Dann zeige ich euch die verschiedenen Steine. Bis gleich. So, jetzt gehen wir ins Detail. Hier haben wir Kerzenständer. Keine Ahnung, für was ich das noch brauche oder brauchen werde, aber ich habe sie. Hier haben wir noch ein paar Mauersteine. Mehr habe ich nicht ergattern können. Das war ziemlich leer. Und genauso keine Ahnung, wie man dazu sagt. Einmal ein Modified mit den Klammern da. Dann haben wir hier, ich habe mir gedacht, da nehme ich ein paar mit. Bei den Dinos sind es die Zähne. Auch für Waffen kann man es verwenden. Schauen wir mal. Dann diese werde ich sicher brauchen. Ich will alles brauchen, aber ich habe es halt genommen. Schauen wir mal. Und Rundbögen in Nougat. Oder so, keine Ahnung. Dann natürlich wieder Blumenteile, Pflanzenteile, ganz wichtig. Brauche ich umso mehr, also da brauche ich eine Menge. Dann hier, da haben wir so Stäbe, das sind wahrscheinlich Laserschwertaufsätze, denke ich mir. Und hier haben wir auch noch rote Blüten. Ja. Mehr hat es nicht gegeben. Und hier ganz neu, das hat es vorher noch nie gegeben. Also noch nie, seit ich halt beim Lego Store einkaufe, habe ich die noch nicht gesehen. Darum habe ich die mitgenommen für Lampen oder Tischdeko oder so kann ich das verwenden. Dann wieder Briefe, da habe ich aber schon eine Menge, ganze Kiste voll Briefe. Das muss ich einmal testen. Da möchte ich ausprobieren ein Muster am Boden, so quasi eine Verzierung für den Boden, dass ich die Briefe verwenden kann. Schauen wir mal, wie das dann ausschaut. Aber war wichtig, dass ich hier genug habe. Dann die habe ich auch noch nicht gesehen im Store. So kleine Feuerteile. Warte, legst du so her? Die sind ja ganz herzig. Habe ich auch eine Menge mitgenommen und dann so, ja, keine Ahnung, wie die heißen, so Aufnahmen, dann gelbe runde Steine für Säulen, Schrägteile in hellblau, azurblau, keine Ahnung, wie das heißt, sorry, ich weiß es nicht, dann wieder Blätter, ganz wichtig, auch die goldenen waren diesmal da. Dann Pflanzenteile und Wasserteile. Und diesmal in 4x1er oder 1x4er. Ich habe die letzten bekommen, die 1x2er und jetzt habe ich die 1x4er. Da muss ich aber noch kaufen. Und hier haben wir die goldenen Pflanzenteile. Dann haben wir da so
Artikelteile zum für die Seite. Ja, dann hier die Gelenke. Hätte eigentlich gleich daneben die Gegenstücke, die Kugelgelenke. Schön, dass es beide gegeben hat. Und nicht nur eine und dann musst du wieder ewig warten, bis die andere Art kommt. Super, hat es beide gegeben, habe ich beide genommen. Dann hier Teile für Räder oder sonstiges. Schauen wir mal, für was ich die brauchen kann. Aber wie gesagt, Hauptsache ich habe sie zu Hause. Dann Zäune, Geländer, was auch immer man damit macht. Und Säulen, Stützen, die habe ich auch noch nicht, also die sind auch neu und auch die Rundbogenfenster, da habe ich bei den vorigen Einkäufen die Fenster gekauft, die hat es gegeben, jetzt gibt es die Rundbogenfenster, super, die habe ich auch noch nicht. Und wieder Pflanzenteile, also Holz, Wurzeln und so, ja, zur Ausschmückung braucht man auch jede Menge. So, das ist die Ausbeute von 5 Becher. Ich habe natürlich nicht die Zeit gehabt, sie richtig zu schlichten. Die habe ich auch nur so reingeworfen. Natürlich hätte ich die auf jeden Fall besser schlichten können. Hätte ich noch mehr herausgeholt, aber ich hatte Zeitdruck, hatte einen Termin und konnte nicht so lange im Lego Store verbringen. Jetzt habe ich nur mal das Wichtigste gekauft und möchte aber auf jeden Fall diese Woche oder nächste Woche noch einmal hinfahren und den Rest einkaufen und vielleicht von den Teilen auch noch welche. Schauen wir mal. Aber super. Ich zähle jetzt nicht, wie viel Stück und was der Teil kostet. Das habe ich mir einmal ausgerechnet. Bei den ganz kleinen ist der Stückpreis wahrscheinlich 1 Cent und bei den größeren, wo nicht so viel reingeht, sind es dann 3 oder 4 Cent. Bei den größeren Bricks wird dann der Centpreis bei 5 oder 6 Cent liegen ungefähr. Keine Ahnung, je kleiner, je mehr kriegst du rein, je billiger ist klar, je größer, je weniger kriegst du rein. Und kommt natürlich darauf an, wie gut man es schlichtet. Wie gesagt, ich habe keine Zeit gehabt zum Schlichten, habe das einfach eingestopft, bis es gegangen ist und habe größere Teile mit den kleinen Teilen natürlich aufgefüllt, das habe ich schon gemacht. Aber normalerweise, wenn ich größere Teile nehme, dann staple ich das so, baue das zusammen, mache den Mittelkern im Becher und rundherum fülle ich das mit kleinen Zeug aus. Aber ich habe keine Zeit gehabt. So hätte ich sicher mehr Rundbögen mitnehmen können. Und der eine Zaun da, der war wahrscheinlich drinnen in der Lade und der ist halt dazu gerutscht, wobei ich auch solche noch brauchen kann. Aber ich habe sie nicht gesehen, wahrscheinlich ist der übergeblieben, weil die Lade, wo das drinnen war, wahrscheinlich leer war, keine Ahnung. So, das war quasi die Ergänzung zum letzten Haul Juli, der schon online ist. Und ich habe jetzt die 5 Becher, die ich im Juli gekauft habe, einmal sortiert, da ich dann die Becher gleich wieder verwenden kann fürs Einkaufen, da man pro Becher 75 Cent Ermäßigung bekommt, wenn man den Becher wieder befüllt. Ja, okay. Ja, und da das so spontan war, habe ich dann neue Becher nehmen müssen und jetzt will ich aber gleich ins Auto legen, einen Sack voll Becher. Ich habe dort auch noch leere Becher und nehme den natürlich mit, dass ich immer Becher im Auto habe, weil wenn ich spontan in Legosdorf war, dass mir das nicht mehr passiert, dass ich neue Becher nehmen muss. Okay, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schreibt mal einen Kommentar, würde mich freuen.
Wenn ihr noch kein Abo da lassen habt, dann lasst mir ein gratis Abo da, würde mich freuen. Und haut auf die Glocke, dann verpasst ihr nichts mehr. Und ja, schreibt es mal einen Kommentar, würde mich freuen. Und das war's. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Baba, tschüss, pfiat euch. Bis zum nächsten Mal.